Willkommen bei Wirtschaft TV. Heute will ich mit Frank Schäffler, Mitglied des Bundestages und Finanzexperte der FDP, über Kryptowährungen und Giralgeld, die aktuelle Insolvenzsituation und Entfesselung sprechen. Frank Schäffler ist uns jetzt zugeschaltet aus Berlin. Herr Schäffler, die Insolvenzpflicht wurde monatelang aufgrund der Pandemie-Maßnahmen ausgesetzt. Danach kam einerseits die große Angst vor der nachträglichen Pleitewelle. Andererseits schienen sich doch viele Unternehmer in Deutschland sehr flexibel und konstruktiv verhalten zu haben. Wie schätzen Sie die Gesamtlage momentan ein? Hallo Herr Martin. Ja, die Gesamtlage ist natürlich pandemiebedingt jetzt sehr, sehr schwierig, denn das Ganze funktioniert nur bei niedrigen Zinsen. Wenn die Zinsen weiter niedrig bleiben, dann wird die Insolvenzwelle weiter nach vorne geschoben. Steigen die Zinsen, dann wird es Insolvenzen geben. Dann findet das statt an Korrektur, was in einer Marktwirtschaft immer stattfindet, nämlich dass dann die vom Markt verschwinden, die nicht überleben können. Eines Ihrer zentralen Themen im Bundestagswahlkampf ist ja die Entfesselung der deutschen Wirtschaft. Sie wollen die Gewerbesteuer ganz abschaffen, die Unternehmenssteuerlast auf 25% senken und die Bürokratie minimieren. Das klingt für die Wirtschaft ja fast zu schön, um wahr zu sein. Sind das für Sie konkrete, realistische Pläne oder sind das Extreme, die Sie als Verhandlungsgrundlage für den Fall einer Regierungsbeteiligung nutzen? Nein, das sind absolut notwendige Themen. Wir haben international eine Spitzenposition, was die Höhe der Steuerlast für Unternehmen betrifft, insbesondere was die Steuersätze betrifft. Da muss dringend was geschehen, ansonsten fällt der Standort Deutschland international zurück. Die Gewerbesteuer ist ein Unikum in unserem Unternehmenssteuerrecht international. Kein Land auf dieser Welt kennt eine Gewerbesteuer. Und das macht natürlich auch den Standort zusätzlich unattraktiv. Wir wollen ein Zuschlagsrecht der Kommunen auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer als Ersatz schaffen. Also wir wollen nicht, dass die Kommunen darunter leiden. Ganz im Gegenteil, wir sehen es jetzt in der Pandemie, dass die Gewerbesteuer eine sehr volatile Steuer ist, die eben für die Kommunen nicht berechenbar ist. Und die Kommunen brauchen als Ersatz eben ja eine verlässliche Steuer. Der Schuldenstand des Bundes ist seit Pandemiebeginn um 35% angestiegen und liegt so hoch wie nie zuvor. Mit dem neuen Nachtragshaushalt für 2021 und dem Haushalt für 2022 belaufen sich die Corona-Schulden auf 1,32 Billionen Euro. Und wir sind längst noch nicht am Ende angekommen. Das sind allmählich Dimensionen, die kaum noch vorstellbar sind. Wie soll Deutschland da je wieder rauskommen? Letztendlich funktioniert das nur über Wachstum. Ja, wir brauchen nach der Pandemie Wachstumsimpulse, im Wesentlichen auf der steuerlichen Seite. Wir müssen die Bürger, Unternehmen entlasten und der Staat muss intelligent investieren. Nur so kommen wir wieder in normale Verhältnisse. Aber das generelle Überschuldungsproblem von Staaten und Banken weltweit kann man natürlich damit nicht lösen. Das ist ein viel fundamentaleres Problem. Die EZB gibt seit 2019 keine 500-Euro-Scheine mehr aus, mit der Begründung, man wolle Terrorfinanzierung und Geldwäsche erschweren. Spätestens als im vergangenen Jahr dann überall im Handel die Bitte ausgesprochen wurde, bargeldlos zu zahlen, kam der Verdacht auf, jetzt ist es soweit, das Bargeld soll endgültig abgeschafft werden. Immerhin sind 90% des im Umlauf befindlichen Geldes Giralgeld, das es also zum Anfassen praktisch ohnehin gar nicht gibt. Wird das Bargeld nun abgeschafft oder nicht? Ja, das Bargeld ist unter Druck. Das zeigt eben die Abschaffung des 500-Euro-Scheins, aber auch Bargeldobergrenzen zeigen das. Die Notenbank sagt das nicht offiziell, aber es ist aus meiner Sicht ganz klare Politik, dass man versuchen will, die Entschuldung über ja, die Sparer finanzieren zu lassen. Und das geschieht. Und wenn es die Möglichkeit gibt, sein Geld unter das Kopfkissen zu legen, dann haben Bürger die Möglichkeit, ja, dieser kalten Enteignung zu entgehen. Und deshalb versucht die EZB eben, das zu verhindern, indem sie das Bargeld diskriminiert. Wir haben gerade darüber berichtet, dass El Salvador als erstes Land der Welt den Bitcoin als Zahlungsmittel einführen will. Sind Kryptowährungen für Sie reine Spekulationsobjekte oder tatsächlich als Zahlungsmittel geeignet? Also ist Präsident Bukele verrückt oder extrem progressiv?
Ja, erstmal gibt es nicht die Kryptowährung, sondern es gibt tausende von Kryptowährungen, Token, Assets, wie man das auch immer bezeichnet. Und es gibt natürlich welche, die sich auch für den täglichen Zahlungsverkehr eignen. Tether beispielsweise ist ein Stablecoin, der eben nicht so volatil ist wie es Bitcoin oder Ether ist. Also insofern gibt es durchaus Modelle und wenn die nicht richtig funktionieren, dann wird es künftig welche geben, die entsprechend diese Funktion erfüllen. Ich glaube, Geld wird künftig nicht nur die eierlegende Wollmilchsau sein, die, sag ich mal, alle Geldfunktionen als Tauschmittel, als Wertaufbewahrungsmittel erfüllt, sondern Geld wird künftig mehrere oder vielleicht nur noch eine Funktion haben. Und da sind eben Kryptowährungen besonders geeignet, weil sie individuelle Konzepte haben, die sich am Markt bewähren müssen. Und wenn sie nicht am Markt funktionieren, dann verschwinden sie wieder. Das unterscheidet sie eben von staatlichen Währungen. Und in Mittelamerika, der Versuch ist natürlich ganz interessant, aber es ist sicherlich noch nicht die wirkliche Akzeptanz von Staaten gegenüber Kryptowährungen, sondern ich glaube, das dauert noch ein bisschen, weil zumindest die großen Länder werden es eher als Angriff auf ihre Währungsordnung verstehen. Das hat man bei Libra oder Diem, wie er jetzt genannt wird, ja in Europa gesehen. Das versteht man immer als Generalangriff auf die Währungsordnung und deshalb hat man auch alles dafür getan, dass es nicht in Europa stattfindet. Jetzt findet es halt irgendwo anders statt und es wird aber dennoch kommen. Vielen Dank, Frank Schäffler, FDP-Finanzexperte im Bundestag, zugeschaltet aus Berlin. Das war der Wirtschaft TV Talk. Bis zum nächsten Mal.